Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem Kanal. Wir spielen Among Us mit den Besten. Wir sind noch ein bisschen unerfahren bei Among Us, aber es waren schon ein paar ganz coole Runden dabei, muss man sagen. Und ich zeige euch hier immer ausgewählte Runden, die besonders lustig, besonders clean oder auch cool waren. Und ich starte heute mal mit zwei Runden, wo ich Imposter war. Die erste Runde aufs Geld waren wir zu zweit Imposter bei 8 Leuten. Das lief richtig clean, muss man sagen. Wir waren einfach nie sus. Und die zweite Runde war ich allein Imposter bei 7 Leuten auf Podos. Da habe ich einige Fehler gemacht. Am Ende auch, ja, mal schauen, ob es dann gereicht hat. Aber auf jeden Fall ganz coole Situationen gehabt. Viel Spaß beim Anschauen. Es gibt bald ein paar weitere Videos, wo wir dann auch mal zu 9 und zu 10 spielen. Ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf wie ich. Also Devo ist das diesmal schon mal nicht. Stopp. Wer war alles in Komms? Ihr wart da zu fünft oder so. Was? Herz zum Schluss oder was? Ja, Ja, gerade zu fünft Komms gefixt. Ich war nicht also da. Ich war auf jeden Fall Ich. da. Hanna, Michi, ich und Ich war. Patrick. Ja, genau. Und Elisabeth Die kam auch einzige, die noch, nicht gell? war Anja. Ja, ich war erst in Medbay, hab dieses Ding mit den Weil Fläschchen angemacht ihr und habt doch dann bin ich gesehen, wie ich ein jetzt bisschen später gekommen bin. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, warum Ich sollte habe. der Imposter da nicht ein bisschen rumschimmeln, um den Verdacht von sich abzulenken? Also, ich habe Debo nämlich kurz davor noch gesehen, jetzt kurz vor dem Report. Sie hat oben in Storage gerade die Wires gemacht. Da habe ich sie auch gesehen. Da war sie noch. Dann bin ich zu euch zu Comms gegangen, wo ihr Ja. gerade rauskam. Dann bin ich Ja. zurückgelaufen und jetzt hat Patrick sie reportet. Deswegen glaube ich fast, wenn ihr alle da unten wart, dass Anja die einzig übrige ist. Nein, ich war drüben im Reaktorraum da, also in dem großen praktisch. Weil ich Ja, habe halt gesehen, die, da dass kommt. alle waren zusammen. Ja, aber Und da war wer sagte Debo nicht, noch dass am einer Leben. von denen gerade rausgelaufen ist? Ich habe ja Comms gefixt. Dann seid ihr Nur, wahrscheinlich das war wieder halt ein rausgelaufen. Self-Report jetzt von Patrick. Ja, wo liegt die denn jetzt genau? Sie liegt in Admin direkt vor diesem Upload. Okay. Ich war da nicht. Ich meine, ihr könnt mich schon rausholen, aber es ist halt scheiße, ich war da nicht. Du bist Das halt die heißt aber, das Einzige gewesen, würde die doch eher nicht da dafür war. sprechen, dass der Imposter bei Comms gewesen ist. Weil Mich diese nämlich auch. Reaktion, die Ich finde, hätte. das spricht eher dafür, dass der Imposter bei Comms war und sie auf dem Weg irgendwo Das macht anders doch hin gar dann. keinen Sinn. Ihr wart ja alle schon bei Comms, als ich sie noch lebend gesehen habe vorher. Ja, So, und dann sind sie was? raus, nachdem Comms gefixt wurde, weil Und dann Debo ist wurde ja sie offensichtlich direkt auch schon gefunden. weggelaufen und dann Debo wurde war sie. nicht bei Comms. Das Das ist Ding es ist ja. halt, das Ding ist Nee, halt. Debo war nicht bei Comms, weil ich hab Comms gefixt, weil ich schon drin stand. Ich hab Debo da. war nicht bei Comms, die ist als Comms ausfahren, ist die von den Wires in Storage nach oben zum Admin gelaufen. Da ist sie wahrscheinlich direkt gestorben dann. Frage, Vielleicht Elisabeth, hast wo du sie auch kamst du umgebracht. her? Elisabeth, wo kamst du her?
Ich war da vorhin Admin und dann bin ich auch da vorbeigelaufen, wo die Debo an der Wand stand. Und Jojo kam noch nach dir, gell? Und auch aus der weil Richtung. Ich kam von Security. Ich war bei den Kameras als Comms dann disabled worden, deswegen bin ich auch zu Comms gelaufen, wenn ich es mehr gesehen habe. Ja. Und du bist oben rumgelaufen. Jojo oder Anja sind ja damit die wahrscheinlichsten eigentlich, aber wir können ja skippen. Oder Patrick mit dem Self-Report, kann auch sein. Ja, okay, aber das wäre genau schon riskant. Hey! Ich weiß, das ist nicht wahr, dann kann ich dich auch voten. Dumm. Wieso? Okay. Weil Admin-Tisch liegt und ich nicht davor geschaut habe vom Report. Ah, okay. Ich habe schon zu lange nicht mehr gespielt, sorry. Das ist okay. Also, wer liegt am Admin-Tisch? Grünwasser. Patrick. Oder? Patrick. Okay. Hanna, bist du immer noch in Camps? Ich bin gerade in Camps. Ich bin oben rum zurückgelaufen, da sind mir Elisabeth und Anja entgegengekommen. Also ich bin gerade in Camps, wollte die Wires fixen und dann an die Kamera, aber ich war jetzt gerade nicht an der Kamera. Aber ich bin im Raum Camps praktisch. Elisabeth ist, glaube ich, in Medbay gegangen. Ja, ich habe mich gescannt. Wo kamt ihr beide her, Anja und Elisabeth? Ich kam von... ich war in Navigation, hab da die Wires gefixt und bin dann oben rumgelaufen zu Security. Wann bist du auf Elisabeth getroffen? Ja. Ich glaube, irgendwo habe ich sie mehr gesehen, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Also, kamen die nicht von Admin unten her zum Beispiel? Kann sein, ich weiß es nicht mehr genau, hab's nicht im Kopf. Aber ich weiß noch, dass die in Medbay rein ist. Adi? Ich war die ganze Zeit im rechten Teil. Also ich habe da in O2 habe ich den Müll rausgelassen, hab Wiring in der Gegend gemacht. Und dann habe ich auch Dings noch gemacht. Download im, was ist rechts oben? Weapons? Ja. Ja, genau. Und da habe ich auch Anja mal vorbeihuschen sehen. Aber, und wir sind auch relativ lang ein bisschen zusammengegangen. Das ist schon länger her. Und dann weiß ich nicht, was danach passiert ist. Also das Ding ist, wir müssen halt jetzt einen Imposter treffen. Weil es sind ja wahrscheinlich noch zwei drin. Ja, natürlich, weil jeder ist noch tot. Zwei drin. Ja. Und wenn wir den Falschen treffen, ist das Spiel eh direkt aus. Das Ding ist, in der ersten Runde waren am ehesten Sass, Anja und Jojo, aber das
ist ja, wenn, dann wäre das ja nur eine und den können wir jetzt ja auch nicht so sicher sagen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen, ehrlich gesagt. Also wir haben halt aus der ersten Runde, dass Anja und Debo die einzigen nicht bei Koms waren und einer von beiden ist gestorben in der Zeit. Also nehmen wir Anja. Wenn ihr mich jetzt rausholt, ist vorbei, ich sag's euch. Kann natürlich auch der Johannes sein. Kann auch Elisabeth sein. Kann auch Elisabeth sein, weil die von unten von Admin herkam. Okay. Ja, 5 Sekunden, scheiße. Ja. Elisabeth. Ich bin für den Johannes. Okay, viel Spaß. Problem ist, wenn jetzt einer statt Anja Elisabeth gewählt hätte, dann wäre kein Vote durchgegangen. Ja, Hab ich doch gesagt! Mann! Wie habt ihr das dann gemacht mit Debo? Ich bin als Erster weggegangen vom Comms fixen, bin in Admin rein, hab da Debo direkt gekillt und bin in Vent gehüpft. Ja, ja, aber es macht ja keinen Sinn, dass es direkt nach Comms war, gell, Jojo? Jojo? Hä? Was? Hör bitte auf. Hättest du bloß auf Anja gehört, die hat die ganze Zeit gesagt, sie war es nicht. Wow, als ob es der Imposter nicht sagen würde. Versuche ich das auch, wenn ich Imposter bin. Ja, stimmt, Patrick hat noch ein bisschen gewartet und hat geschaut, was ich gemacht habe nach Koms in der Zeit. Ja, cool. Völlig richtig. So als Info für dich, Debo. Okay, danke. When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light, no. Then my world began to spin. Where's the beginning and where's my omega? Had to make it right, oh yeah. There's a moment when you know that every teardrop has to go. They've been piling up inside. Auf dem Scanner. Oh nein. Oi. Mhm. Also diesmal waren Hanna und Patrick ich meistens zusammen. Ja. Ganz am Ende, ja. Und am Anfang war ich mit Anja und Michi drüben. Im Lab. Okay, davon ist einer tot. Ja, aber wenn sie sagt, am Anfang ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich war gerade erst alleine unten in Specimen und bin jetzt gerade beim Office hoch. Da hat mich Julia auch gesehen. Das ist, glaube ich, richtig. Ich habe gerade mich über was anderes amüsiert. Das schicke ich nachher in Discord rein. Okay. Alex, wo warst du? Weil es kann ja auch gewendet worden sein. Ja, das ist durchaus möglich. Also ich war in Storage, habe da den Benzin-Task gemacht, habe die Schiffe aufgefüllt. Vielleicht hat mich Debo da auch gesehen. Die war nämlich bei dem Weathernote darum gestanden. Aber weiß ich nicht, vielleicht war die auch im Ding. Jedenfalls bin ich dann danach, bin ich direkt Richtung Lifeline gegangen. Das dauert ja immer eine Weile, da mit diesem Benzin auffüllen. Und da habe ich dann schon gesehen, dass er tot ist. Und dann bin ich zu Admin gegangen, da kamen mir Jojo und Anja, glaube ich, entgegen. Ja, da war ich nämlich am Admin-Tisch, weil ich davor an Lifeline gesehen habe, dass er tot ist. Ah, okay, ja, dann habt ihr das schon vorher gesehen. Ich habe gesehen, dass er tot ist und bin dann am Admin-Tisch. Übrigens, als ich da am Admin-Tisch war, da waren... Anja war bei mir unten. Es waren drei Leute. War ein Lab, das war die Leiche und in O2 waren wirklich drei Leute. Ja. Mhm. Ja, Debo, Patrick und ich. Ja. Ja, dann war's Alex. Also ich war eine ganze Zeit lang allein und habe Debo oben gesehen, Alex aber nicht.
bin oben in Electrical rein, habe da einen Download gemacht, dann ist Debo an mir vorbei, dann sind wir zusammen weiter runter und da ist uns Patrick dann noch entgegengekommen. Also ich möchte nur mal kurz anmerken, dass ich in Storage erstmal eingesperrt wurde, als ich das Benzin aufgefüllt habe. Das fand ich ja schon auch sehr lustig. Ich hatte schon Schiss, dass mich jetzt gleich in den ersten 10 Sekunden jemand killt. Da muss ich mich erstmal hier rausboxen. Also falls mich in der nächsten Runde jemand umbringen möchte oder falls dann später jemand meine Leichen suchen möchte, ich bin im Lab. Okay. Also ihr könnt mich auch wählen. Also ich finde das, ich bin am meisten sass, jetzt. Das verstehe ich. Du bist also, schon wir haben noch so viele, so viel. Ich kann auch da schon eine Stunde liegen auf dem Scanner. Ja, das ausgewendet, ja, kann auch alles sein. Immer ich, ey. Ganz ehrlich. Danke, dass ich nicht für dich bin. Ist okay. Oh, warte mal. Da ist jetzt noch einer mehr tot. Hanna ist auch tot. Du hast Jojo gefunden. Ja, da wo er vorher gesagt hat, im Lab. Und gerade kam mir aus die Contamination die Devo entgegen. Okay. Die Frage ist jetzt, wer war beim Lightfixen? Ich war beim Lightfixen, Hanna war vor mir, die ist dann zu O2 weg und ich bin zurück zu Admin gelaufen. Und ich muss dazu sagen, ich habe davor, war ich nämlich mit Jojo und Debo im Lab und habe die beiden dort zurückgelassen, weil es Licht aus war. Ja, und weil Gelb, Walsh war als erstes tot, weil als ich an der Lifeline war, war Hanna noch am Leben. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Debo Jojo umgebracht hat, da eben aus dem Ding rauskam. Und ich habe jetzt ja gerade relativ lang gebraucht, bis ich dann von praktisch vom Admin-Dings da unten den Weg lang zu Lab gekommen bin, wo sie ja eben rauskam. Und in der Zeit könnte sie vielleicht mit Coolkill und Hannah gekillt haben. Also ich glaube, dass Alex es war,
weil er die ganze Zeit komisch rumgerannt ist, was mir ein bisschen Angst gemacht hat. Dann habe ich ihn gesehen, bin auch weggerannt. Jojo wollte ich jetzt eigentlich gerade nehmen, dass er mich wutscht, weil ich es kam mir wieder sofort, ob er mich beobachten würde, was mir aber nichts gemacht hat, weil ich meine Aufgaben gemacht habe. Also das ist lustig, dass die Debo das sieht, weil das Licht war zu dem Zeitpunkt aus. Und ich bin links und rechts gelaufen, weil ich Angst hatte, dass jetzt Debo gleich den Jojo killt. Und das war genau umgekehrt. Und dann bin ich eben nach links gelaufen und habe das Licht dann gefixt und hatte Angst, dass Jojo da gekillt wird. Aber bis ich dann zurück bei Admin wieder war, war ja schon der Report dann. Also Anja, wenn du jetzt mich gewotet hast, dann machst du, wenn du... Du machst einen Fehler. Ich habe gerade überlegt, wenn du... Also ich habe auf euch beide gezippt, aber... Wenn du der Impostor bist und es auf mich lenkst... Nein, nein, ich habe einfach nur gesehen, dass du da unten rauskamst und habe gerade schon gesehen, dass eben Leute in Electrical waren und dann habe ich gedacht, ich schau mal auf die Lifeline, habe dann eben gesehen, Jojo ist tot. Patrick, hab noch mal... Ich war bei den Asteroiden, dann habe ich einen Download gemacht in dem gleichen Gebäude und dann bin ich hochgelaufen, du kommst und habe den Upload gemacht. Okay. Ja, und ich kann übrigens bezeugen, Jojo ist nämlich schon eine Weile tot, weil ich habe erst gedacht, dass er in Comms liegt und da war aber Patrick drin. Ich habe auf dem Admin-Table gesehen, dass da nur eine Person war. Mhm. Also Patrick's Story kann ich betonen und deswegen glaube ich, dass es Debo ist. Gut, dann verliert ihr halt. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Okay, Debo war es offensichtlich nicht. Ja. Also. Jetzt weiß ich halt nicht, Patrick, wo du herkamst, ob du halt vielleicht aus dem Lab kamst und dann Hannah noch gekillt hast oder ob es doch Ali war. Aber wenn Ali vorher mit Debo und Ali wurde verdächtigt von Debo, dann würde ich jetzt fast auf Ali gehen. Also ich wäre auch auf Alex gegangen, weil ich war tatsächlich noch gar nicht drüben. Ich war noch gar auf der rechten Seite der Map. Ich hab ewig gebraucht zum Asteroiden schließen, davor war ich da. Ich erinnere euch gerne dran, dass ich jetzt ja, wenn ich Imposter wäre, bei drei Leuten einfach den Reaktor angemacht hätte und da an einer Seite auf einen von euch gewartet hätte und euch abgeschnetzelt hätte. Ja, aber also, du kannst, es war ja, Lights waren ja noch offen. Ich glaube, du kannst nicht gleichzeitig Lights und irgendwas anderes machen. Und jetzt hast du gerade die Lights, aber wahrscheinlich in der Hoffnung, dass du dann den Reaktor anmachen kannst. Nee, weil ich meine... Oder dass vielleicht jemand kommt das und... Ist ja nur, wenn keine du, Ahnung, ich weiß nicht. Nee, das ist ja nur, wenn du Lights aktivierst. Also wenn du, sobald du es aktivierst, da zählt nicht die Zeit, wo es noch aus ist quasi. Soweit ich weiß. Also soweit ich mich erinnere. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh Mann, ich weiß es nicht, wer es von euch beiden ist. Das kackt mich an jetzt. Also ich bin halt jetzt zum Lightfixen gegangen, weil ich mir dachte, es ist dunkel und ich habe Angst im Dunkeln. Ja, ich war dann gerade auf dem Weg und Patrick hat halt gewartet, bis er den Emergency-Knopf drücken konnte. Also ich werde ja wohl nicht gewesen sein, ich würde nicht selbst diesen Button drücken. Reverse Psychology, sage ich da nur. Ja, okay, das ist noch, ja. Keine Ahnung, also ich weiß halt, dass ich es nicht bin und nachdem ich jetzt die letzten Runden eigentlich auch eher erst Anja verdächtigt hatte, aber jetzt ist mir irgendwie Patrick mehr sass, weil ich meine, ja... Ich kann es gar nicht begründen. Das ist einfach. Er war halt immer alleine irgendwo und keiner hat ihn so wirklich gesehen. Das stimmt. Ich habe nie jemanden gesehen. Wieso? Doch, kurz habe ich dich gesehen und kurz habe ich Anja gesehen. Als ich meinen Upload gemacht habe, kam Anja mal kurz rein und kommt. Ja, schwierige Geschichte. Also, dass es Anja ist, glaube ich, können wir ausschließen. Ich glaube, also ich. Ich hätte jetzt Anja auch ja. Also ich bin schon sass, ich sehe das ein, weil vorhin auch die erste Runde, das war schon mega sass alles. Boah, ich weiß nicht, wen ich voten soll. Oh Mensch. Ich gehe jetzt einfach mit meinem Bauchgefühl und wenn es falsch war, dann war es halt falsch. Dann ist es halt so. Keine Ahnung. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass ich in der allerersten Runde der Einzige war, der es hätte überhaupt sein können. Und das du. Ich meine, okay. Debo, okay. Ali und ich, wir waren zu dritt im Lab. Debo behauptet,
Nee, sie hat uns zurückgelassen. Ali behauptet, er hat uns zurückgelassen. Debo war es offensichtlich nicht, also muss ja wohl die Wahrheit gesagt haben. Ja, ich dachte mir auch gerade die ganze Zeit. Und dann hat er mich mit Patrick nachher so, dann war ich verunsichert. Das hat Alex gerade echt gut gemacht mit dem Verunsichern. Aber am Ende habe ich ja noch aber gedacht, aber... Warum ich allein, dass Patrick gesagt, sagen konnte, er war beim Asteroidenschießen, hat ihn so glaubwürdig gemacht, weil das wüsste er sonst gar nicht. Warum ich übrigens gesagt habe, dass ich im Lab sein werde und dort sterben werde und warum ich auch einen Laborkittel anhab, siehe Screenshot oder Ausschnitt auf Discord. Ist noch kurz in Bearbeitung. No, what the fuck? Oha! Oh mein Gott! Ich kann mit dieser nicht umgehen. Moment, ich kann noch gar nicht mitlachen. Krass! So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus!